Yeah. So, Freunde, nächste Aufgabe auf unserem großen Weg, echte Berliner zu werden, ist über die Mauer zu schauen, ja, über die Berliner Mauer. Ganz so leicht ist es ja nicht, ja, steht ja nicht mehr überall, aber hier, wie ihr sehen könnt, muss ich mal rüberschwenken, ja, hier, da steht die Mauer ja noch, mitten am Potsdamer Platz. Und ja, leicht gesagt, einfach über die Mauer mal rüberschauen, wenn man sich mal anguckt, ja, die sind ja schon mal so ein paar Meter hoch. Wir wollen mal schätzen, so 3 Meter ungefähr. Ja, ist nicht so leicht mit rüberschauen. Müssen wir erstmal gucken, wie wir sowas bewerkstelligen können. Leiter haben wir jetzt leider auch nicht dabei. Ich würde sagen, wir fragen mal die Leute. Hast du einen Tipp für uns, wie wir es schaffen können, über diese Mauer drüber zu kommen? Ja, mit einer Leiter oder mit Fliegen, ne? Huckepack. Nee, weil wir bringen auch nichts. Hier rauf auf die Schultern stellen. Ja, wir sind aus Bremen. Einfach Buckel auf den Buckel stellen. Ja. Probieren wir aus. Da komme ich nie hoch. Da komme ich nie hoch. Das ist schwerer als gedacht, Freunde. Da kommt man nicht so einfach hoch. Wir haben einen Weg gefunden, ja, wie man darüber klettern kann und quasi über die Mauer rüberschauen kann. Ist gar nicht so leicht, wir dürfen es euch natürlich nicht verraten, sonst gibt es zu viele Nachmacher. Aber schwenkt mal nach oben, Dan ist schon auf dem Weg quasi nach oben. Das sieht krass aus, oder? Dan, schaffst du es? Freunde, einmal über die Mauer gucken, dann check. Würde ich sagen, Aufgabe erfüllt, Freunde. Ja, wir haben über die Mauer geguckt. Ist gar nicht so leicht, ja, aber ich kann euch natürlich den Trick jetzt nicht verraten. Ja. Ich meine, so ein richtiger Magier, der verrät seine Tricks ja auch nicht. Ja, also in dem Sinne, Aufgabe erfüllt. Wir sind einen Schritt weiter auf dem Weg zum Berliner.